Metal Gear Rising Revengeance Folge 9, Mission geschafft, auf in die nächste. Michi hat eine Wahnsinns-Zwischensequenz versprochen. Die ist echt der Wahnsinn. So you've got some kind of disguise lined up, right? Yep, all set. Hope so. You'd be a little conspicuous just walking the streets. Relax, Kev. I'll blend right in. Yeah. Well, just get into the sewer system ASAP. Hopefully anyone who notices you will just mind their own business. You sure you want the K-9000 there along for this one? I had the good doctor make some adjustments along with the repairs. Remote piloting and AI wiping have been disabled. So yeah, I say let's throw him a bone. Wordplay. My exoskeleton resembles a canine. Canines enjoy bones. Amusing on two levels. It's funny, cause it's true. Ist das der Hund aus der vorherigen Mission, ja, den sie umgebaut haben, ja, oder wie? Ist ja geil. Wäre voll cool, dass der jetzt der Begleiter wird. Der ist auch der Knaller. Also mit dem kann man auch telefonieren jetzt. Cool. Wollt schon mal. Ja, total unauffällig. Das ist ja der Hammer. Mariachi. No? Cyborg? Es ist Romero. So ganz ernst nehmen sie die Sache aber nicht, oder? Herrlich. Oh, das Kid. Adios, amigos. ¿Viste? Qué raro, ¿eh? Hay que hacer que no lo vimos. Vamos. Also auffälliger hätte das echt nicht mehr machen können. Das Bonzen-Auto, den Roboterkörper, den Roboterhund. It's right. I'm in the sewer system. All right, let's get started. Your mission's to investigate the Desperado-affiliated research center somewhere in that area. According to the intel from our client, the lab's been dumping illegal waste into those sewers. FYI, they're also involved with the cartels in human trafficking. Allegedly, anyway. This just gets better and better. Tell me about it. We need you to infiltrate the lab and find out everything you can. Of course, you'll have to find it first. We still don't know the exact location. So I'm looking for anywhere the lab might hook up with the sewers? Yep. If they're actually dumping waste, they've got to link up somehow. Find that connection, sneak into the lab, and see if you can find evidence implicating them on anything. No problem. Stealth's my specialty. Right. Well, we'll see. Do we have any idea what kind of research they're doing there? Not really. Maybe something related to all the people they're trafficking. Like experimentation? It's possible. First things first, though. Find a way into that lab. Oh, right. It says here the locals say black crocodiles live in those sewers. So, you know, watch out. Black crocodiles? Could they be talking about UGs? Maybe just an urban legend. But still, be careful. I will scout ahead. You will provide backup. Sir, yes, sir. Commence operation. Nur, dass ich es jetzt von der Story so ein bisschen verstehe. Unidentified UGs are patrolling the sewers. Exercise caution. Ja. Wie hat denn jetzt diese Mission, also der Wechsel war jetzt sehr schnell von der Mission vorher zu, okay, wir sind jetzt irgendwo anders. In wessen Auftrag sind wir denn jetzt diesmal unterwegs? Das ist nicht so ganz klar. Es ist halt ein anderer Kunde, der sie jetzt da beauftragt hat. Aber wir suchen immer noch irgendwas von Desperado. Genau, so alles, dadurch, dass es eben einen Verdacht gibt, dass Desperado da ist, sind wir natürlich per se mal interessiert, was da los ist. Wow! Aber es gibt schon sowas wie eine zusammenhängende Story, oder? Ja. No! Wenn ich spielen soll, sagst Bescheid. Ja. Sobald wir in Not geraten. Ah,
Daran kann man sich nicht satt sehen. Die Kamera hat halt... Zack. Bullseye. Erst explodieren, dann weiter. Trivia übrigens, der Typ, der K-9000 spricht, übrigens, der heißt eigentlich Blade Wolf, keine Ahnung, warum sie dann hier die Typenbezeichnung angeben, ist derselbe Sprecher, der Morden in Mass Effect spricht. Ach echt? Mhm. Zwei Spiele, ja, zwei meiner Lieblingsspiele und zwei meiner Lieblingscharaktere vom gleichen Typen gesprochen. Na, sag mal. Schade. Oh, da ist noch einer. Ja. Geht doch. Get off! Hat der gerade auch geht doch gesagt? There's the riding I know. Geht doch. Ja, sicher. Fall halt um. Du hast gesagt, wir können mit dem Hund telefonieren. Telefonieren wir mit dem Hund. Rufen wir den Hund an. Wenn man schon mal mit dem Hund telefonieren kann. Raiden. Ambulatory unmanned gears detected in sewer network. What? Desperados already spotted us? Negative. These UGs are not engaged in proper perimeter security. Even were the lab anticipating our assault, they would not set up patrols down here. It is too far from the lab to be effectively guarded. So what are they doing down here? Judging by their behavior, I believe they are gathering AI behavioral learning data. Meaning? With neural AI, there is no delineation between hardware and software. You cannot simply extract the learning data from one AI and insert it into another. In order to prepare a UG's AI for deployment, each must learn its duties on an individual basis. So they're using a Mexican sewer as their training ground? No, it would be impractical to implement on-the-field training for every AI in their force. In most cases, AIs are fed simulated data sets plus feedback based on their chosen actions. Put another way, they engage in VR training. So then why are they here? I believe they are collecting data to improve upon their VR training code. To build a better VR regimen, they must go out in the field to experiment and gather data. It is probable they are using the sewers to help improve their AI's behavior in enclosed spaces. That's the sort of subcontracting work this lab does? It appears likely. Oh, great. And here I was hoping the worst we'd have to deal with is toxic waste. Unfortunately, not. Warte also mal, so eine Strategie, wieder, ist das nicht ein bisschen widersprüchlich, wenn man sagt, okay, man will so eine KI-Armee haben, die man so copy-pasten kann und dann muss man sie so doch mehr oder weniger alle wieder einzeln. Ja, es ist schon alle Technologien, die sie irgendwie haben, haben dann so große Nachteile, dass es eigentlich überhaupt keinen Sinn bringt, da Millionen Dollar reinzustecken. Aber mein Gott, was du klagen willst, wir können sie in der Mitte durchschneiden, dann haben wir Spaß dabei. So. Ping. Oh, da waren wir doch schon mal, oder? Achso, ja, wir sind jetzt nur einmal so im Kreis gelaufen. Ich habe jetzt quasi dieses Zeug dann. Boni. Irgendwo hier ist, warte mal. Nee. Ist das hier? Was suchst du? Was Lustiges. Ich glaube, das ist aber erst wann anders. Nee, ich glaube, das ist wann anders erst. Wie was Lustiges? Noch mehr Lustiges? Gibt's manchmal im Spiel, ja. Right. There is a boy in these sewers. Kämpft der auch, der Hund? War das ein Ja oder ein Nein? Ich möchte es nicht verraten. Achso. Also sagen wir es mal so, es gibt kein Spielelement, dass wir so Tag-Team-mäßig mit dem kämpfen.
Hast du jetzt für diese kleinen Roboter die Rakete verschwendet? Ich verschwende, schließt die doch sonst eh nie ab. Das ist wieder, ihr kennt mich doch. Ich bin der, der die ganzen Sachen hortet bis zum letzten Endkampf und dann nehme ich das Zeug trotzdem nicht her. Da siehst du, den einen, den ich nicht... Sind wir ja alle. Den einen, den ich jetzt nicht erschossen habe, der fällt mir jetzt gleich in den Rücken. So, warte mal. S! Kein SS, Gott sei Dank. Ich glaube, es ist hier. Ja. Total unauffällig. Ja, was soll das sein? Ein täuschend echter Mensch. Zwei von diesen Typen. Die halt so Capoeira machen. Aber soll das ein Gag sein? Oder ist das so ein, halb Gag, halb... halb collectible. Kannst du den eigentlich der Arme auch einzeln abschneiden? Ja, guck an. Gleich den ganzen Steg kaputt gemacht. Das hat ein rechter Tollpatsch. Der Name Raiden übrigens, das kann ich auch noch kurz erklären, das kommt ja von dem japanischen Donnergott. Weil er hier, er sagt, er ist Lightning Rain Transformed. Das klingt natürlich besser, als wenn er halt Sepp heißen würde. Oder Hubert. Aber sein Deckname ist ja auch irgendwie Lightning Bolt, oder? Genau, Mr. Lightning Bolt. Der perfekte Deckname. Sind auch diese Dwarf-Geckos, die sind ja da drin als Steuereinheiten. Go Ninja, go Ninja, go! Wir haben uns ja alle dieses Album von Vanilla Ice gekauft. Oh, was haben die für einen Special Attack? Wie geht denn das nicht? Oh, vielleicht hast du eine Fähigkeit noch nicht freigeschaltet. Das kann sein. Was soll das denn machen? Ja, den Ausweicher nach hinten war eigentlich. Geht doch. Da kann man nur wegrennen, oder? Von diesem Flächenangriff? Ja, das ist so ein Stasefeld. Und wenn man da drinnen steht, dann kann man erstmal nichts machen. Au! Gehst du weg? Das beeinflusst die anderen Roboter aber nicht, oder? Also nee, das ist immer nur, wie sie es gerade brauchen. Ja. Du hast nämlich dieselben Granaten, also dasselbe Zeug auch als Granate. Und au! Oh, 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 shit, 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 jetzt wird's eng. Oh, oh, shit, da kommt irgendwas geflogen. Ja. Geil, rutschst du grad? Ja. Das ist halt total fies, weil der keine Beine mehr hat. Das ist übrigens auch die 3-Sekunden-Regel. Wenn das Essen am Boden liegt, dann darf man es nach 3 Sekunden noch nehmen. Dead on. Geht doch. Das klang aber wirklich wie ja. Geht doch. Ah, siehst du? Die werfen die Dinger auch als der Einbeinige. Ja, ist halt der Stehende unter den Blinden. Ach, diesen blöden Gecko da noch. Zack. Knick. Den Gecko auch erwischt, ja. Ist der jetzt noch rausgesprungen oder wie? Ich glaube, der war noch mal extra. Achso. Naja. Naja. War, ah, ist doch gar nicht so schlecht. Ja. Ist das bien? What you say? Oh.
me a Guyanese from Guyana. You speak English? Yeah, I'm from America. Call me Raiden. Me name George, like Georgetown. George. Hmm. And just like all damn America president. Yeah. So what are you doing here? Me? What the rest of you do here? You lose the map of Ninja Hideout, Ninja Man? No, I'm looking for bad guys. Our damn Skonta research lab. You know about it? Me know me now go back. Hey, you're not one of them Skont, nah? Nah, I guess you're all right. If you're a cyborg, you know who Day is? Sort of. What happened to you? Well, maybe live on the street, rake and scrape for a bob, nah? Then this Kootenai dressed like the mafia say, hey, boy, you want a job? Well, the worst gonna happen, nah? But that mother Skont don't put me on a rass boat. They pack us all a big old dirty container. Next thing we know, we're here at the Jombi lab. All kids? Like you? Yeah, a lot of boy. But then me been over here what them Skont wanna do. Snuff us out. And got all day organ. So you ran? Uh-huh. Is she me not a bad-ass robot ninja man? Same as you! Me been strongest cyborg ever. Warlock all them phantoms and black loads that I pass me. Starting to sound like a bad guy yourself. Just playing, nah? Me done plenty bad thing. But me not kill no man. Nah, never. Good. Me tried to warn the boy. I say, IOD's brain gonna get cut out. Run your ass out of there. But them boy with me no understand. They like Spanish or something. So me the only one for escape. Then that machine come after me and... And I know the rest. George, I need every detail about how you escaped. Was ist das jetzt? Schüttet er ihn mal ordentlich durch, oder wie? So the kid got into the sewers through a drainage channel? Yeah, he says the channel is super tight, but there's some kind of shutter next to it. Got it. That must be where they dump the waste. There's something else. It sounds like a Desperado exec was on site yesterday. If a Sentry cyborg was on hand for the meeting... You should be able to review their video log, provided you can find a server access terminal. That would give us the evidence we need, as well as a little peek at the level of that technology. So what about the kid? I made sure the area was secure and told him to sit tight. Can you pick him up? Sure. I'll send a couple agents for him. You just focus on getting into that lab. If what he said is true about the organs, we need to hurry. Agreed. Riding out. So, das stimmt doch gar nicht. Er hat ihm doch gar nicht gesagt, dass er da bleiben soll. Oder? Er fantasiert wieder. Das Ironische an der Sache ist ja, dass der Junge, den er jetzt da von diesen scheinbar Organhändlern gerettet hat, George heißt, wie diese amerikanischen Präsidenten. Und Rydens Peiniger und absoluter Erzfeind ist ja dieser George Sears. Also der ja Präsident war, der, dieser Big Boss-Klon. Mhm. Deswegen hat er auch vorhin so geguckt und kurz so zur Seite geschaut. Ne? Ja, wie dieser ganze Quatsch weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge hinter dieser Tür. Ich kann sie ja schon mal anschneiden. So, in der nächsten Folge fällt sie um. Ciao.